Und hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, da sind wir wieder. Hallo. Franzi kennt ihr schon. Unser letztes Video ist so gut bei euch angekommen und dann haben wir uns gedacht, das machen wir nochmal. Da wir ein bisschen abgelost haben, was die Wahl der Perücke betrifft, haben wir uns bei unserer gemeinsamen Freundin Marie bedient. Die hat uns einige Perücken mitgegeben und aus diesen 4 Perücken müsst ihr uns am Ende sagen, welche ihr am besten findet. Und da wir im Sommer sind, ich habe ja immer noch meinen selben Hintergrund behalten, den ich auch beim... Du trinkst ja aus wie bei mir zu Hause. Ach, das stimmt. Habt ihr euch eigentlich mal ihren Blog angeguckt? Den hatte ich euch in dem letzten Video, die Seite, in dem letzten Video unten reingepackt. Sie ist ja nach Kroatien ausgewandert und hat ein so wunderschönes Haus. Erzähl doch mal, du machst doch auch Einrichtungen, oder? Ja, meine eigenen Häuser. Ja, ne? Aber ja. Das ist das, was du auch für... Ja, und ich helfe auch Leuten mittlerweile, die auswandern wollen und mache Häuser bauen da und Projektmanagement. Haben auch ganz viele von diesem Video, sind ganz viele auf meinen Blog gekommen und haben mir E-Mails geschrieben. Und haben so, ja, es sind bestimmt... Nee, ich sehe dich auch nicht so häufig. Das letzte Mal, als ich hier war. Drei oder 4 haben mir ganz lange E-Mails geschrieben, haben gesagt, also erstmal auch vielen Dank fürs Feedback und für diese ganzen tollen Kommentare. Für dich auch. Ich war ein bisschen überwältigt. Normalerweise bin ich ja auch nicht so kameraaffin und so. Also fand ich wirklich toll. Selbst mein Mann, Olli, habe ich ja vom letzten Mal, hat gesagt, dass er das Video komplett durchgeguckt hat und meinte, dass er das total schön fand. Und das hat mich so gefreut, dass er das auch so... Aber wirklich, ihr habt auch ganz tolle Feedbacks gegeben. Ja. Das hat mich auch gefreut, weil es immer noch was anderes ist, wenn man jemanden anderen schminkt. Und das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen unser Ziel. Also mein Ziel zumindest. Ich möchte, dass... Ich werde jetzt Franzi so lange schminken, bis sie irgendwann hier sitzt und das komplett alleine macht. Ja? Und mein Ziel ist es, dass ich es hinkriege, dass Mina mich in Split besucht und wir dort ein Video drehen. Okay, das ist natürlich auch mein Geld. Genau. Das ist mein Ziel. Okay, das finde ich gut. Vielleicht im Oktober. Okay, habe ich mir gut, so machen wir das. Ich habe schon rausgesucht. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Bitte unbedingt bis am Ende des Videos dranbleiben, denn da machen wir das, was ich eben angekündigt hatte, nämlich die 4 verschiedenen, oder 3, ich muss mal gucken, welche wirklich passen, Perücken ausprobieren und ihr müsst uns dann am Ende sagen, welche ihr am besten findet. Ich würde sagen, wir holen uns ein Käffchen und dann legen wir los. Es ist Mina-Time, wollte ich sagen, aber es ist Mina und Franzi-Time. Los geht's. Das muss immer leuchten. Okay. Wenn das aus ist. Dann ist scheiße. Ja. Mach das nicht wie ich, die alle 2 Sekunden da hingucken. Die Leute denken, mein Gott, ist die selbstverliebt. Da steht ihr Spiegel. Okay, so, wir starten. Du hast dich eingecremt und alles? Ganz ehrlich, ich wollte noch nicht duschen. Das heißt, ihr wisst es. Danke für die Info. Und ich war gestern Abend essen und deshalb hatte ich ganz zufällig ein bisschen von meiner Wimperntusche und mein Shiseido. Deshalb, ich habe es schon weggewischt zwar, aber ich habe nichts Neues drauf gemacht. Ich habe immer noch nicht angefangen, mich richtig abzuschauen. Also auf die Frage hast du dich eingecremt. Ja, ich habe nicht geduscht übrigens. Ich war gestern erst noch nicht die Zähne geputzt. Nee, doch, Zähne habe ich natürlich geputzt. Okay, weil ich mir ja schon mal gedacht habe. Habe ich dir ja auch gesagt schon. Bekommst du von mir ein bisschen Feuchtigkeit? Von So Rose Day Booster Cream. Ist eine ganz leichte Tagespflege, würde ich sagen. Aber gerade im Sommer, wo du ein bisschen Feuchtigkeit brauchst und überhaupt sowieso vor Make-up. Ich habe mir so ein Ding gekauft. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Was für ich habe mir dieses Ding, wo du krass darüber rollst. So ein Quarzroller oder wie die. Ja, wissen. Hast du es gemacht? Mhm. Und? Ja, ist das ja besser. Siehst du doch. Das ist besser geworden. Ja, aber hast du es auch selber gesehen? Ja. Ja. Ich habe mir auch angeguckt, wie es machen muss. Jade-Roller, ne? Ja. Mhm. Habe ich mir gekauft. Und seitdem ist es wirklich ein bisschen besser. Okay. Das muss man natürlich regelmäßig machen. So, als nächstes einmal ein Beauty Blender. Und ich habe von so vielen Leuten gehört, dass Beauty Blender bei denen nicht funktionieren. Inklusive meiner Schwester, die ich gerade in Lugano bei meinem Vater getroffen habe, die mir dann gesagt hat, ach was, das machst du nass? ja, genau. Also, ich habe hier einen Beauty Blender. Es gibt hier welche für den Körper, die sind ein bisschen größer. Und den fürs Gesicht. Und da, ich zeige euch mal, wie der im Original aussieht. So. Und dann... Eigentlich unter warmem Wasser, aber ihr könnt es auch einfach, ich habe mal so eine Schüssel vorbereitet, ihr legt das da rein und lasst dieses Ding wirklich einmal komplett aufsaugen mit Wasser, ja? Dann müsste der nämlich auf das Doppelte seiner Größe ungefähr angeschwollen sein. So, das ist jetzt irgendwie komisch. Habe ich letztes Mal auf der anderen Seite gesessen? Ja, fandst du es besser? Meine Nase. Ich habe eine gute Seite und eine schlechte Seite. Ich weiß nicht, welche die richtige Seite ist, aber mich stört das nicht. Aber sollte euch das auffallen, von der einen Seite wirkt meine Nase viel, viel größer als von der anderen. Und ich glaube, es ist diese die schlechte. Möchtest du dich gerne umsetzen, Nein. mein Schatz? Nein. Doch, wir setzen uns jetzt um. Doch, wir setzen uns jetzt um. Aber guck mal. Doch, wir setzen uns jetzt um. Jetzt setzen wir uns um. Das ist besser. Jetzt hat sie keine Nase mehr. Ach, schwuppdiwupp, ist sie weg. Oh, ja, genau. Riesig.
Genau, das Ding, und jetzt zeige ich euch das mal, ist nämlich tatsächlich so, auf das Doppelte, ich versuche das jetzt sozusagen, dass ich das nicht nach Porno anhört. Es ist halt doppelt so groß geworden, ne? Scheiße. Und jetzt alles so. Mit. Einmal richtig ausbringen, ja? Und dann ist das perfekt und einsatzbereit. Mehr braucht ihr dann nicht. Ich habe auch so ein Ding, ich habe den noch nie nass gemacht. Ich habe den auch noch nie benutzt. Da, mach das mal, wirklich. Da kannst du auch ganz... Was mache ich damit dann? Da machst du die Foundation drauf. Ich habe mir mal überlegt, es ist zwar Sommer, aber wir brauchen ein Make-up, das bei dir schön lange hält. Deshalb Estee Lauder Double Wear. Sie ist ein bisschen dunkler, als ich es erwartet hatte. Frechheit. Im Sommer. Du warst ja auch gerade im Mund. Ah? Ja, aber ich sehe immer so aus irgendwie. Ja, du aber du bist sehr viel dunkler jetzt. Ja. Deshalb gucke ich mal, müssen wir uns vielleicht ein bisschen helfen. Wir nehmen mal die 2B2 von Estee Lauder. Das ist sehr hell, ne? Mhm. Ich kann das. Ich glaube, ich muss noch mal ein dunkleres Make-up holen. Ist einfach viel zu hell. Und wir machen das wie letztes Mal. Ich gehe jetzt raus und du erzählst einfach wieder, was für ein Riesentyp ich bin. So, ich gebe dir 2 Minuten. Okay. Was für ein Riesentyp. Das ist immer noch eine tolle Frau. Und ich will sie unbedingt nach Split kriegen. Ich möchte unbedingt mit ihr dort Klamotten-Special machen oder sowas mal, weil das hat sie bisher noch nie gemacht und da hätte ich richtig Bock am Strand irgendwie ein bisschen was. Und würde gern ein Video mit ihr zusammen auch nochmal, keine Ahnung, irgendwas Nettes bei mir. Wir haben so ein kleines Häuschen in Split und da würde ich sie hin gern einladen und dann würde ich gern mit ihr ein Klamotten-Special machen am Strand. Und ich weiß nicht, habt ihr Bock darauf? Weil die hat so schöne Sachen im Schrank hängen. Und so tolle Kleider und hat ja auch eine Bombenfigur, wenn man ehrlich ist. Deshalb habe ich, ja, ich mache ja ein bisschen Kooperationsarbeit für sie. Das hatte sie, glaube ich, schon mal erzählt. Da habe ich überlegt, ob wir so ein, ja, jetzt kein Bikini- und Badeanzug-Special, ich glaube, da kriege ich sie nicht zu, aber dass sie irgendwie so entweder ein Strand-Special oder, ja, wir schauen mal, jetzt kommt sie wieder. So, ich habe jetzt mal die... Könnte ich ja auch mal on-air sagen. Ich habe jetzt mal ich nehme jetzt mal die Nummer 8 von Armani Luminous Silk Foundation. Das ist wirklich einer der tollsten Foundation, die es gibt. Die ist schon relativ lange auf dem Markt. Und das ist wirklich sehr deckend. Und das ist wirklich so eine ganz leichte. Mir ist es lieber, dass wir lieber eine leichte nehmen, die wirklich deinem Hauttyp entspricht, als dass wir jetzt was nehmen, was viel zu hell ist. Abend-Make-up wieder heute Abend. Gerne. Ja? Wo gehst du essen? Im Rief. Oh. Das gehört übrigens Freunden, da mache ich gerne Werbung für. Rief ist bei uns in Hamburg ein ganz, ganz tolles Fischrestaurant. Direkt unten am Originalhafen, ne? Also nicht ja. Hier das neue, nicht in der Speicherstadt oder so unten Hafen, sondern wirklich der Originalhafen, wo der Fisch auch unten ankommt, wo die ganzen Fischläden sind. Falls ihr mal in Hamburg gewesen seid, dann ist das... Das gehört meiner Bekannten Yvonne und ihrem Mann. Und immer wenn ich in Hamburg bin und die Gastronomen hatten ja auch eine schwierige Zeit im letzten Jahr. Ja. Und immer wenn ich hier bin, versuche ich da hinzugehen und schlepp alle mit, die mitwollen. Also meine Familie und ja, meine Mutti. Zum Schattenmorschen. Echt? Ja, das seht ihr gar nicht. Ich sehe das auch. Das ist einer meiner ältesten, den habe ich bestimmt schon 10 Jahre, so einen Hosenanzug. Aber wieso passt der dir noch? Ich hatte auch so einen Hosenanzug. Passt mir, Entschuldigung. Und den habe ich mir gekauft, weil Jennifer Lopez irgendwann mal in so einem... Stimmt, die hatte so ein Ding. Die hatte so ein Ding, das muss ich unbedingt haben. Sieht richtig gut aus. Also? Ja. So, guck mich mal an. Das gefällt mir vom Ton ganz gut. Was ich aber jetzt mal mache, ist, weil ich kein... ich möchte heute keinen Concealer benutzen. Deshalb machen wir mal Folgendes. Wir nehmen nochmal... Habe ich die letzte Mal auch genommen? Nee. Haben wir eigentlich erzählt, was wir für ein Make-up machen? Nee, du hast dir das Make-up rausgesucht. Weil ich habe mir das rausgesucht. Ja, also erzähl. Wir machen richtig knallig, sommerlich pink. Ich habe gesagt pink oder orange, aber wir haben uns entschieden für pink. Ja, wir wollen pink machen. Die hier nehmen wir, das ist die Make-up Forever Professional Palette. Das ist im Prinzip ist das Foundation. Und da gehe ich gerne immer mit den helleren Farben, um sozusagen den Concealer zu ersetzen und das etwas dunklere, um zu konturieren. Da musst du nicht so viel mitnehmen. Ah ja, und... Was ich euch sagen wollte, da Handwerk für Make-up, und das ist ganz besonders wichtig für Franzi, das richtige Handwerkzeug ist wichtig, um ein gutes Make-up zu machen, habe ich mir jetzt mal ein neues Pinselset ausgesucht. Ich habe ja immer gerne Pinsel von überall oder Pinsel, wo keine Namen mehr draufstehen und ihr fragt mich immer, was war das für ein Pinsel? Keine Ahnung.
Ich probiere jetzt mal aus von Luvia. Das ist ein deutsches Label. Und die sind 100% vegan und haben sich so den Tierschutz so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Werden in Deutschland produziert. Auch die Verpackungsmaterialien, wie hier, ist so ein EU-zertifiziertes Papier. Ganz, ganz toll. Hat mir gut gefallen, da ihr ja auch immer so auf diese Nachhaltigkeit und vegan und so weiter zu Recht Wert legt, habe ich gedacht, stelle ich euch das mal vor. Die haben hier zwei Sets, die ich mir jetzt mal ausgesucht habe. Und zwar haben wir einmal All I Want, I im Sinne von E-Y-E. Und da ist im Prinzip alles drin, was ihr braucht, um ein gutes Eye-Make-up zu machen. Und die haben noch ein anderes Set, genau das wollte ich nämlich eigentlich mal, wo ich den Namen vergessen habe. Aber da geht es um die ganzen großen Pinsel. Also die haben einen Buffer für Foundation. Sie haben etwas, um Cream Bronzer und so weiter aufzutragen. Und dieses Set für das Gesicht, das sind hier die vier, seht ihr die? Sehen auch schön aus. Die sehen erstmal ziemlich schön aus. Dann haben die auch alle eine Nummer, die ich euch jetzt auch jedes Mal sagen werde, damit ihr gleich wisst, was ich meine. Und wir benutzen jetzt zum Beispiel für die Foundation, nehmen wir diesen etwas abgeschrägten hier. Eignet sich übrigens nachher auch gut für Contouring. Aber damit fangen wir erstmal an. Und ich gehe mal so in die beiden helleren hier oben rein für Franzi. Guck einmal nach oben mit. Und nach vorne. Ich fand die Wimpern letztes Mal so toll. Ja? Ja. Da habe ich die einzelnen genommen? Ja. Ich glaub, genau. Ja, diese Dreier-Dinger. Da hast du so ein paar dazwischen geklebt. Ja, die haben auch ziemlich lange gehalten. Ich war einfach nicht duschen. Verarsch mich nicht. Wie lange hast du die drauf gehabt? Drei Tage oder? Nein! Ja, ehrlich? Ja. Sah richtig gut aus noch. Also, aber wie hast du dich denn abgeschminkt? Da sind die dran geblieben oder was? Ja, ich habe mir hier oben und darunter und ich fand das voll schön. Ja, gut. Okay, dann mache ich das nachher. Ich finde die auch wirklich gut. Ich mache das auch. Und ich schaffe das einfach nicht selber. Also natürlich schaffe ich das bestimmt, das ist ja alles Blödsinn. Ich schaffe das bestimmt auch selber irgendwie. Aber irgendwann wollten ja auch viele ein Video sehen, dass ich mich selber schminke. Oder irgendjemand hat das, ein paar haben das geschrieben. Ja. Das können wir auch irgendwann mal machen. Das habe ich ja gesagt, das ist mein Endergebnis. Das war jetzt meine Antwort, das können wir irgendwann machen. Das machen wir auf jeden Fall. Gucken wir nach oben, Schatz. Ich war letzte Woche an der Ostsee bei Freunden und dann, diese wohnen da so sehr ländlich. Aha. Und dann hat die Frau, meine Freundin Marianne heißt sie, hat mir erzählt, dass ihre Freundin, die mich auch kennt, irgendwie abends im Bett lag und YouTube geguckt hat. Ja. Und auf einmal wurde ich ihr vorgeschlagen. Und sie war so erstaunt. Und hat gesagt, die kenne ich doch. Und dann hat sie ganz aufgeregt bei Marianne, so wie auf dem Dorf, als sie bei Marianne angerufen hat, gesagt, Mensch, hast du gesehen, die Franzi, die ist im Fernsehen? Ja, ist nicht Fernsehen, YouTube. Ach so, also das war eine ganz große Nummer da in Alfred. Und ich habe mich Augen zu? Mhm. Ja, habe ich mich voll drüber gefreut, weil die sich auch so drüber gefreut haben. Und ich bin das ja gar nicht gewöhnt. Ach, das ist so lustig. Auf mich kommen auch manchmal Leute zu, wirklich in den unerwartetsten Momenten. Ich stand irgendwann mal letztens und hatte Sunny abgeholt. An einer Bahnstation und da kam auch eine Frau auf mich zu und sagte, du bist doch Jasmina Filali, ne? Dann sage ich, mhm. Und dann sagt sie, du, und Thomas stand neben mir, du hast da mal so ein Kissen vorgestellt, ne? Für die Brüste, damit man keine Falten mehr kommt. Und das hat die so rausgehauen und Thomas so, du hast ein Kissen vorgestellt für Brüste. Das war dieses, was man sich dazwischen legt. Das ist ja das von Sleep and Glow. Ja. Das ist im Prinzip so ein BH, der wirklich ganz toll ist für Frauen, die relativ schwere Brüste haben. Ich klinke euch das einmal kurz ein. Und dann hast du eben, wenn du auf der Seite liegst und ein Seitenschläfer bist, machst du irgendwann ein. Genau, dann wachst du morgens auf und hast wirklich diese Querfalten hier. Und das kannst du mit diesem... Ich weiß, wie das aussieht. Ich habe das nie benutzt, aber... Aber das ist wirklich, das ist eines der Dinge, wo ich relativ viel Feedback dazu bekommen habe. Es sieht natürlich echt komisch aus, aber es scheint wirklich zu helfen. Also gerade bei Frauen mit sehr schweren Brüsten. Meine Freundin Iris hat ja auch Zwillinge bekommen. Und das war eine der ersten, die sich das geholt hat. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe im Prinzip denselben Pinsel nochmal genommen. Und bin mit meinem Lieblingspuder, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, von It Cosmetics, Bye Bye Pores Pressed, den gibt es auch in Loose. Der ist wirklich ganz toll, weil er sehr fein ist und nicht dieses Gepuderte unter dem Auge so sehr hat. Ne? So, jetzt habe ich euch angekündigt, machen wir auch ein bisschen, und da freue ich mich, diesen Pinsel zu nehmen. Und zwar, ich hatte ja auch groß angekündigt, ich würde die Nummern sagen. Moment, das war die Nummer 135, der Prime Concealer. Tatsächlich, habe ich aus Versehen richtig gemacht. Und hier ist der 213 Blush, den benutze ich aber einmal kurz zum Contouring.
Und da gehe ich in die etwas dunklere Varianten hier unten rein. Finde ich auch bewundernswert. Wie weißt du jetzt, wie viel du von, das sind drei Töne, da gehst du rüber, ist wie bei mir beim Kochen. Ich mache ein bisschen Salz rein, schmeckt. Genau. Aber wieso kann ich das hier nicht? Du gehst da einmal rüber, zack. Naja, ich kenne das Produkt, ich weiß, wie es performt sozusagen, ne? Weil, wenn du davon ein bisschen zu viel nimmst, ist ja schon blöd. Naja, aber man muss ganz ehrlich sagen, so wahnsinnig unterschiedlich sind diese... Ja, aber wenn ich davon jetzt zu viel nehme, dann ist die Suppe versalzen sozusagen. Das stimmt. Eigentlich sollte man ja auch, wenn man ganz professionell ist, das vorher nochmal auf seinem Handrücken abtupfen. Aber weißt du, die Sache bei dir ist ja auch, du hast sowieso ein sehr schmales Gesicht. Du brauchst eigentlich kein Contouring, das mache ich eher nur, um so ein bisschen die Farben auszugleichen bei dir. Ne? Hier haben wir jetzt ein bisschen heller unter den Augen. So hohe Wangenknochen, so sieht das dann aus, oder? Genau, aber du brauchst es eigentlich nicht, weil du wirklich schon sehr gut konturiert bist. Es geht hier wirklich nur so ein bisschen um... Feinschliff. Genau, so ein bisschen Feinschliff. Seit wann musstest du anfangen, wann hast du das erste Mal graue Haare gehabt oder gesehen? Gesehen mit vor 5-6 Jahren oder so. Und dann war ich beim Friseur und hatte da immer so ein bisschen Wimpernfarbe. Ja, genau. Und das hat super funktioniert, ein Jahr. Ja. Und dann hat sie eine halbe Schatulle Wimperntusche da gehauen, weil dann wurden natürlich immer mehr. Und mittlerweile habe ich wirklich hier so ein richtiges graues Loch. Das ist ja eine völlig falsche Antwort. Oh, du musst sagen, das macht nichts, das sieht toll aus. Nein, das ist mir persönlich gar nicht aufgefallen. Ich wollte empathisch sein. Ich wollte, weil man soll ja nicht sagen Quatsch und so, um die Gefühle der anderen nicht zu negieren. Also das ist ja... Okay, komm, dann machen wir weiter. Ich würde sie jetzt einmal nochmal abpudern, bevor ich jetzt das Falsche sage. Ich versuche es erstmal mit ein bisschen. Ich weiß, dass ich nachher nochmal bei Franzi reingehen muss, wenn sich das Make-up sozusagen... Und das mag ich ja eigentlich auch, ne? Dass dieses Make-up von Giorgio Armani sich... sozusagen mit der Haut verbindet und verheiratet. Ja, und dann man darunter noch Haut sieht und nicht ganz so matt und tot ist, ne? Also deshalb gucken wir jetzt erstmal. Kann man eigentlich die Nase auch kleiner schminken, optisch? Ja, natürlich, du kannst Contouring machen, aber auch das brauchst du nicht. Ich habe eine richtig lange Nase. Und eine schiefe. Sehr schlanke Nase. Ja, lang und schlank und schief. Die geht dahin. Nach drei Brüchen. Ach, deshalb wolltest du auf der Seite sitzen. Ja, das meine ich doch. Guck mal, ich habe einen, siehst du, die ist ein bisschen schief, das fällt jetzt nicht so doll auf, aber ich habe als Kind ein paar Mal Nasenbrüche gehabt beim Skilaufen. Ja, viermal. Meine dreimal, aber deine ist gerade. Nee, ja, also, aber innen drin nicht. Viermal war meine Nase gebrochen. Ja. Aber deine ist schön. Meine ist lang und dünn. Meine war vorher schön. Musstest du da was machen? Also ich musste irgendwann mal das richten lassen, weil ich diese, jedes Mal, wenn sie gebrochen war, haben sich Knorpel gebildet und das sah wirklich an rechts und links, das musste dann so abgehämmert werden und so. Ja, so ist das, wenn man im Heim gelebt hat, da hat man nicht nur Freunde. So, ich lasse das jetzt erstmal so und kümmere mich jetzt um die Augenbrauen. Das mochtest du letztes Mal auch, oder? Ja. Ja. Und ich hole noch mal ganz kurz die Augenbrauensachen, die habe ich nämlich vergessen. Und jedes Mal, wenn ich rausgehe, mache ich mir... Na, egal. Nee. Ich habe eben auch schon was Nettes erzählt. So, was kann ich noch erzählen? Also, ich finde, ich könnte es wirklich mal probieren mit dem selber schminken, aber dann brauche ich Anleitung von ihr, sonst funktioniert das nicht. Und ihr müsst mir helfen. Ihr müsst unten in die Kommentare reinschreiben, dass sie unbedingt bitte zu mir kommen soll. Ich versuche das wirklich schon seit einem Jahr und würde mich sehr darüber freuen. Weil, auch wenn sie mit Kindern kommt, ohne Kinder... Weil ich glaube, ja, ich würde mich einfach freuen. Und ihr müsst mir helfen, dass sie kommt. Was kann ich euch noch erzählen? Ich habe ihr ein Geschenk mitgebracht. Aber das gebe ich ihr gleich. Sie kannte es auch schon. Aber ich wollte es euch. So, da sind wir wieder. Ich wollte euch, das ist zum Beispiel das komplette Pinsel-Set von All I Want. Und das ist wirklich... Also das ist einer der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse, die ich je gesehen habe. Ich glaube, es kostet 27, 29, irgendwie sowas. Ich klinke euch das übrigens alles wieder unten ein. Ich habe auch noch einen Rabattcode, glaube ich. Der ist nicht ewig haltbar. Schaut am besten unten rein, dann wisst ihr Bescheid. Und hier nehmen wir den Wingliner 415. Damit könnt ihr einen Eyeliner machen tatsächlich. Würde ich euch nicht empfehlen. Das ist der, den ich euch empfehlen würde, um die Augenbrauen so ein bisschen abzudaten. Ich mache mal wenig, ne, weil ich ja weiß, dass gerade viel bei den Augenbrauen die Leute, die nie was machen, so ein bisschen Stress. Guck mal in den Spiegel. Ist gut. Ne? Aber nicht mehr. Nein.
So sieht das aus. Guck mal, das sieht so aus, als wenn das Auge runterhängt und das auf ist. Ja, Wahnsinn. Ne? Man sagt ja bei Augenbrauen, das sind Geschwister und keine Zwillinge. Ne? Ja. Das soll ja gar nicht irgendwie gleich aussehen, genau. Du hast ja auch eine große Tochter, ne? Mhm. Ich habe mir jetzt überlegt, ist es eigentlich blöd, wenn man eine Mutter hat, die sich nicht schminkt, wenn man jetzt selber als Tochter dann jetzt anfangen will und ich kann ihr gar nichts erzählen über Schminken? Nein, im Gegenteil. Ich finde, ich hatte immer Angst, dass ich meiner Tochter irgendwie beibringe, dass du dich schminken musst, um irgendwie, damit das was für dein Selbstbewusstsein tut. Okay. Im Gegenteil. Also ich finde es eher schön, dass deine Tochter irgendwie lernt, dass man nicht sich schminken muss, sondern... Die muss das ja auch selber sich dann, weißt du, ich kann ihr ja, gut, ich kann ihr sagen, wie sie Wimperntusche aufträgt, aber... Aber auch das habe ich bei meiner Tochter nicht gemacht. Ne? Also das Einzige, worauf ich wirklich Wert lege, ist, dass sie Sonnenschutz benutzt. Da bin ich immer hinterher und sage, ja, das musst du. Aber alles andere, ich habe sie nie hingesetzt und gesagt, du musst jetzt den Eyeliner so machen und nicht so. Soll sie sich die Informationen von der Altersgruppe holen, die für sie gedacht ist. Ne? Mhm. Du findest das jetzt so einen tierischen Unterschied? Ja. Naja. So, also... Wir kommen jetzt erstmal zum Augen-Make-up, welches du dir gewünscht hast. Und da machen wir mal so eine Kombination. Luvia hat die Sunset Nova Palette. Da hatte mich ganz besonders die Farbe hier oben interessiert. Das ist so ein richtig schön knalliges, Pink, Mauve, Lila Farben. Das würde ich sozusagen als Topper nehmen. Das da unten fand ich auch schön. Würde das aber mit einer Palette von Morphe gerne mixen, das ist die 35C-Palette. Das ist die, wo im Prinzip alle crazy Farben, die du so haben möchtest, drin sind. Und ich würde mich an diesen Pinken hier ein bisschen orientieren. Und da würde ich mal sagen, fangen wir langsam an und steigern uns. Nehmen mal den Buffer wahrscheinlich, der Precision Blender. Also im Prinzip, dieser Pinsel ist dafür da, falls ihr irgendwie Türen oder sonstigen Lärm hinter mir hört, ne, dann ist das mein Sohn. Der hat noch nicht verstanden, dass wenn ich hier rede und hier sitze, wahrscheinlich ein Video mache. Das ist der 327 Precision Blender, um im Prinzip die Farbe, die ihr aufgetragen habt, schön zu verblenden. Da nehme ich von der Morphe Palette diese etwas hellere Farbe. Da wird man wahrscheinlich gar nicht so viel sehen bei Franzi am Anfang. Wir schauen mal. Das habe ich mir gedacht. Guck mal bitte nach vorne. Nix. Okay. Aber es soll ja auch nur erstmal so einen kleinen Hauch von Farbe sein. Guck nach vorne. Muss man sich aber schon viel Mühe geben, um das zu sehen. Ich würde jetzt mal mit dem Pointed Crease Brush, das ist die 330, ein bisschen kompakter als der, den wir eben hatten, würde ich tatsächlich in die Sunset Berry reingehen und das in die Lidfalte mal machen. In der Hoffnung, dass das ein bisschen pigmentierter ist. Machst du jetzt wieder das eine Auge fertig? Ich mache jetzt erstmal das eine Auge fertig, genau. Und dann machen wir das andere. Frage, ja? Wie kriegt man das hin, dass das andere genauso aussieht? Weil merke ich mir jetzt, dass ich die, du hast ja jetzt schon zwei Farben darauf gemacht, jetzt kommt die dritte. Ja. Und also, am Ende sind wir vielleicht bei 6. Ja. Ja, und dann muss ich das ja ganz genau in demselben Verhältnis auf dem anderen Auge auch hinkriegen. Und das finde ich wirklich bewundernswert. Wie geht das? Weil machst du das auch, wenn du dich normal schminkst oder jetzt nur beim Video, dass du erst das eine machst? Oder? Ich mache mal zuerst das eine Auge. Weil wenn ich das doof finde, dann kann ich das wieder wegmachen. Dann muss ich nicht bei beiden wieder wegmachen. Ach so. Ja, und tatsächlich, das passiert mir auch manchmal. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich immer weiß, was ich mache. Und manchmal, das ist ja wie beim Kochen, du hast eine Idee und dann tastest du dich da langsam ran. Du machst erstmal die eine Zutat rein und wenn die scheiße ist, schmeißt die weg und die nächste. Nein, ich nehme normalerweise ein Rezept, was mir gefällt und das ist so meine Guideline, aber ich bleibe da nicht dabei. So, ich nehme den ersten Pinsel wieder, deshalb auch Blending Brush, damit ich die beiden Farben, die ich jetzt benutzt habe, schön miteinander verblende. Genau der hier. Das ist der 322 Small Blender. Ja, zeige ich euch mal. Der ist noch so ein bisschen zugespitzter, pointierter. Sagst du pointierter auf Deutsch? Jetzt hat sich irgendjemand über mich lustig gemacht, weil ich Worte benutze, die so... Die es so gar nicht so richtig... Na, die gibt es schon auf Deutsch, aber die benutzt einfach keiner.
Und dann es hat nicht so sehr damit zu tun, ja auch, dass ich Französin bin, aber dass meine Mutter eben Ausländerin war, immer noch ist, und so ein Dudendeutsch gesprochen hat. Also, Dudendeutsch? Ja, also die hat Sachen halt nach, also nicht umgangssprachlich, sondern wie sie es halt gelernt hat aus dem Wörterbuch. So. Und das hat mir manchmal schon wirklich tierische Lacher bei Freunden eingebracht, auch als Kind irgendwie, hey, was soll denn das sein? Also anstatt zu sagen, ja, ist ja klar, sage ich, ist ja evident. Evident? Thomas guckt die meisten auch Leute kennen das Wort gar nicht. Ja, machst du wieder auch wichtig oder was, wieso? Also bei Pink musst du wirklich auch ein bisschen aufpassen, dass du dich da langsam ranarbeitest. Also das, was ihr jetzt wahrscheinlich sehen werdet, dauert 3 Minuten, aber in Wirklichkeit waren das 30, weil du schnell aussehen kannst, als hätte dir jemand auf die Schnauze gehauen. Aber man muss sich das so ein bisschen rantasten. Ich nehme den 308 Detail Shader. Der ist gut, um einfach Produkt aufzutragen und nicht zu verblenden. Und das möchte ich im Prinzip mit diesem... Das kannst du jetzt eigentlich merken, ne? Nee, ich muss auch wirklich lachen, weil ich habe... Warte mal, ich habe so ein... Ich schicke dir mal ein Foto davon. Ich habe so einen Pinsel, ungefähr ein bisschen kleiner. Damit mache ich einfach alles. Dann mache ich so. Auch auf die Augen? Ja, wofür ist der denn? Lash Brush. Ich habe wirklich ein so ein dickes Ding und das... Nein. Das ist die Größe. Also wir nehmen genau diese Farbe, wofür ich mir die Palette ausgesucht hatte, ne? Um das so richtig... Jetzt kommt Glitzy. Ja, jetzt kommt Glitzy, um das so richtig poppen zu lassen, werde ich das ein bisschen ansprühen mit dem Benefit Pore Professional Super Setter. Das heißt, dann ist das so ein bisschen, der Pinsel so ein bisschen nass. Und dann gehe ich in das Produkt rein, dann hast du immer noch so ein bisschen mehr Ausbeute. Bin gespannt, ob der wirklich so geil aussieht. Den Lidschatten. Machen wir die Augen zu. Oh ja, geil. Oh, I love it. Ich schaue mal nach vorne. Das knallt, ne? So. Wir machen das jetzt folgendermaßen, damit ihr euch das jetzt nicht 20 Minuten lang angucken müsst. Ich mache jetzt das andere Auge, exakt so wie das. Ich kann das nicht wie das andere. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe das andere Auge sehr zu Franzis Erstaunen exakt so gemacht wie das andere. Und wir würden uns jetzt mal darum kümmern, was wir unten machen. Da würde ich jetzt nicht ganz so viel machen. Wie gesagt, das ist ein schmaler Grat zwischen sieht geil aus oder sieht aus, als wärst du verprügelt worden. Wir machen jetzt Mascara. Das hast du letztes Mal alleine gemacht oder habe ich dir das gemacht? Nee, das hast du gemacht. Und du machst keine Mascara sonst? Doch. Ja? Ja, Wimperntusch. Okay, sie hat recht. Das heißt Wimperntusche. Wir sind hier in Deutschland. So. Dann hole ich die mal. Ich bin so top vorbereitet. Ich sehe gerade, das Akku ist fast leer. Ich würde dann jetzt einmal das Akku wechseln und in der Zeit... Ich hätte auch dein Geschenk vorstellen können derzeit. Hast du mir was mitgebracht? Ja, ich habe denen das auch schon erzählt, als du weg warst. Ach so, ja, das. Ja, zeig mal. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, das ist... Französisch. Ist es Nüx? Nüx. Nuxe. Oder Nuxe. Aber das kannte ich übrigens und das ist eines der am besten, nach dem, was ich mal vorgestellt habe, ist es einer der am besten riechendsten Öle überhaupt. Und vor allem, also für mich, ich benutze das wirklich und ich benutze ja sonst nichts, was mich begeistert hat, war Face Body Hair. Habe ich gesagt, geiles Ding, 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ich benutze das in Kroatien wirklich like zack, 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 Beine, weil die sind immer trocken bei mir unten, mag ich nicht leiden. Und mache es wirklich ins Haar manchmal, weil die so trocken werden, die Haare. Entschuldigung, ich war ein bisschen irritiert, da ist gerade der Sohn. Schon wieder mein Sohn. Der Sohn. So, und dann sprühe ich mir jetzt ins Haar. Das ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung von mir. Und ich habe es ihr als Geschenk mitgebracht, aber gut, sie kannte es natürlich schon. Aber ich nehme es trotzdem. So, ich hole die Wimperntusche. Und Akku. Ah ja, Akku, genau. Warte, dann mache ich einmal kurz Pause. Mascara habe ich. Ich wollte eine Sache noch mal ganz kurz und ein bisschen Abbitte leisten. Das war natürlich blöd zu sagen, Winged Eyeliner kannst du dafür nicht machen. Wofür? Das ist ja das, was ich benutzt hatte, um die Augenbrauen zu definieren. Wofür ich das ganz gerne mag, ist, wenn du trockenen Eyeliner zum Beispiel, also das schwarze Lidschatten nimmst, dann eignet sich das ganz gut. Wenn du wirklich so einen Wet Eyeliner machen möchtest, dann ist sowas hier, das ist die 412 mit so einem ganz, ganz feinen, schrägen Pinsel, viel, viel besser. Aber wie gesagt, um da so ein bisschen schwarz
um den Wimpernkranz sozusagen so ein bisschen zu definieren, ist das ein ganz toller Pinsel. Ganz oben haben wir auch das Schwarz. Augen zu. Ja, ja, aber guck mal nach vorne. Sowas zum Beispiel, das ist bei uns ja so, das sieht gut aus. Ja, das ist nur ein bisschen betont. Meine Augen leuchten. Wir machen jetzt einmal das mit der Mascara. Wimpern. Genau, jetzt machen wir trotzdem noch mal so ein paar Wimpern außen, weil das macht bei deinen Augen. Die ich wieder drei Tage dran lassen kann. Was sagst du? Die ich wieder ein paar Tage dran lassen kann. Genau, die kannst du wieder ein paar Tage dran lassen. Und da habe ich von Adele die, das sind so Dreierwimpern. Also es gibt die einzelnen, das ist mir wirklich zu anstrengend. Ich finde auch, dass die besser halten. Und die gibt es tatsächlich, das habe ich letztes Mal nicht gesagt, in Short, Medium and Long. Long siehst du halt sofort, dass das irgendwie, wenn du so einen dramatischen Look haben willst, dann solltest du die nehmen. Short finde ich für alle von uns die unauffälligste und natürlichste Variante von falschen Wimpern. Okay. Obwohl ich dir sagen muss, ich fand das eigentlich, du entspannst die Augen jetzt, und zwar genau jetzt. Ich fand das eigentlich das schönste Kompliment, das die Leute gesagt haben, dass du ohne Perücke am besten aussiehst. Das stimmt. Ich habe mich auch wirklich über die ganzen Kommentare total gefreut, weil letztendlich, ich habe mein Leben lang eigentlich kurze Haare, weil ich mit langen Haaren auch einfach, finde ich, nicht so gut aussehe. Guck mal nach vorne. Aufmachen, ja. Dann machen wir das auf der anderen Seite. Wir machen das so wie eben, Leute. Ne? Ihr müsst mir jetzt nicht eine halbe Stunde damit zumachen, wie ich 3 Stunden lang mit dem Aufkleber. Wir kommen gleich wieder, dann hat sie es auf der anderen Seite. So, ich freue mich. Es hat alles geklappt, bis auf... Jetzt lag es nicht am Akku. Und ich habe noch zu Franzi gesagt, guck mal, das ist immer rot leuchtet. Ja, aber konnte ich jetzt die letzten 10 Minuten. Ja, okay, das stimmt. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was ihr noch mitbekommen habt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben von Isadora den Liquid Lip Cream genommen und von Dose of Color ein Lip Liner, Hot Ticket oder so heißt er, glaube ich. Genau, ja. Hot Ticket. So, die beiden haben wir genommen für die Lippenkombination. Und ich hoffe, den Blush habt ihr noch gesehen. Wenn nicht, dann ist das der Cheek Lover von Catrice. Ein paar Wimpern angeklebt, falls sie es doch nicht gesehen hat. Die Wimpern, ganz ehrlich, wenn das nicht drauf ist, ne? Da fangen wir nochmal von vorne an. Okay. Nein, also das haben wir alles drauf. Und jetzt würden wir nämlich mal anfangen mit den Perücken. Und ihr müsst mir einen Gefallen tun und ihr müsst es bewerten von der 1, 2, 3, 4, was euch am besten gefallen hat und das, was euch am wenigsten gefallen hat. Platz 1 ist natürlich das, was euch am besten gefallen hat. So. Kann auch sein, wie letztes Mal irgendwie Franzi am allerliebsten. Genau, lass ohne Perücke. Aber wir werden so lange machen, bis euch eine Perücke gefällt. Ja, also wir suchen weiter. Dann. Wir sind gleich wieder da. Kann ich nicht sein. Und dann wir müssen das erst schön machen. Aber wie sollen wir das schön machen? Ich finde, du solltest immer dann oben das Bild auch von der Perücke aus Marie Schopfeld einblenden. Wie es eigentlich richtig aussieht. Okay, pass auf. Naja, komm, es ist gar nicht so schlecht. Bald lässt sich Olli von mir scheiden. Naja, es ist besser als mit dem Pony, ne? Ja, mit dem Pony ist es, glaube ich, ganz gut. Oh, es sieht aus wie ein Typ. Schon wieder. Also ich fand es nicht da so... Da sieht es nicht so schlimm aus wie da, finde ich. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass es noch besser aussieht in der Kamera. Okay, also das wäre die erste, die ja von... Also deiner natürlichen Haarfarbe am ehesten. Komm. Ja. Also, wir sind gleich zurück. So, ich glaube, guck mal. Ist es an? Sehr oxidiert. Aber die... Wir machen erst mal auf. Ich weiß gar nicht, was ich... Okay. Guck mal nach vorne. Naja. Es ist viel besser. Oh Gott. So? Mhm. So ist doch ganz gut. Ja, genau. So. Also, ich sag mal gut nicht, aber so. So schlimm. Also, ich finde sie nicht so schlimm wie die andere, die wir das erste Mal hatten. Meine? Ja. Naja, Marie macht es auch besser als ich. Ja, gut, wir müssen immer das Bild dazu einbauen. Und was ich an der Perücke wirklich gerne mag, ist, dass es schön in Stufen fällt. Ne? Auch mit dem Rot. Genau. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Genau, man muss es sich halt irgendwie... Und man muss auch wirklich sehen, dass es wirklich schön eng anliegt, ne? So wie bei der anderen auch. Ja, aber
Das ist die zweite. Ja. Wir machen jetzt auch ein paar Fotos, damit ich euch das gleich einklinken kann. Und dann kommen wir zur dritten und vierten Perücke. Und die finde ich wirklich fast am geilsten. Ja. Sind wir gleich wieder da. So, auf die nächste freue ich mich. Oh, das ist geil. Ist das geil! Ich liebe das. Warte, guck mich mal an. Das finde ich ganz witzig. Hm? Das finde ich ganz witzig, ja. Das finde ich ganz witzig. Also, ich muss die Kamera sogar ein bisschen höher machen, weil man das gar nicht will. Geil. Vor allem die müsste sich ein bisschen... Warte. Ich finde die nicht so schlecht. Ich finde die auch nicht so schlecht. Was sagt ihr? Das ist unsere dritte Variante. Also die finde ich wirklich gut. Okay, pass auf. Wir machen jetzt nochmal Fotos und dann kommt die letzte. Jetzt wieder vorne fest. Jetzt kommen wir eigentlich zu der Marie-Perücke. So sah nämlich Marie oder... Nein, so sah Marie nicht aus. Und die ist zu viel. Ja, und die ist viel zu dunkel, ne? Für die... Hallo, wo ist denn die Franzi? Aber das Gute ist, da musst du dir gar keine Sorgen um das Make-up machen, wenn du das mal versaut hast, weil das sieht man eh nicht mehr. Das ist ein bisschen... Also die Perücke selber, bitte blende dazu immer die tollen Bilder von Marie. Ja, das mache ich auch. Weil ich bin einfach nur ich. Obwohl da, guck mal, da sieht sie schon wieder besser aus als da. Dann darfst du auch nicht da reingucken. Guck und nach jetzt vorne. Geht schon wieder, guck mal. Das ist wie bei den Männern. Man muss sich das auch erstmal ein bisschen schön gucken. Und dann geht es für die nächsten 20 Jahre. Zu viel. Wir machen jetzt trotzdem noch mal ein paar Fotos dazu. Also gleich wieder da. So, ihr Lieben, das waren jetzt unsere vier Vorschläge, plus natürlich, wie Franzi in Natura aussieht. Genau so. Mich würde es wirklich rasend interessieren. Also schreibt mir das darunter. Ladies and Gentlemen, we have a winner. Alle anderen Links und so habe ich euch auch wie immer unten noch hingepackt. Ansonsten habe ich wieder sehr viel Spaß gehabt und wir werden das, wie gesagt, so lange machen, bis Franzi das Schminken gelernt hat. Also, wolltest du noch was sagen? Nein. Oh, ich habe dir letztens auch, bin ich dir so oft ins Wort gefallen, es ist mir beim Schneiden, habe ich alles wieder rausgenommen. Das macht sie auch sonst, unter der Kamera, vor der Kamera. Nein, es war mir eine Freude und ich bin gespannt, was euch am besten gefällt. Also ich habe einen Favoriten, aber den verrate ich natürlich jetzt auch noch nicht. Genau, also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.